Hallo. Na? Hallo. Hallo. Alles Herzlich klar, willkommen zurück zu der Alter. FBI. Ja, wir wollten ein bisschen ruhiger anfangen, aber es geht nicht. Ich hab den Drang zu hacken. Jetzt sag hier, du bist der Mulz und ich bin der Juppie, danke. Ich bin der Lutz und der ist Ich der bin der Juppi. Juppie. Tschö. Tschö. So, will mehr Bitte hacken. könnt ihr ihn für dich. Komm, komm, komm. Im Fantasie, wo du bist, ey. Komm. Lebst du in dieser Wirtschaft drin, ne? Ich hab nämlich gesagt, wenn Yuki immer schön Moin sagt, dann sag ich auch mal Wirtschaft. Yuki. Ja. Ich habe eine Frage an dich. Ja. Ich überlege jetzt gerade in der Zeit, wo du. Wir waren, also wir haben kurz eine Pause gemacht und Yuki war kurz draußen weinen. Und ich überlege gerade, ob das so gut war, was wir da gemacht haben. Oder ich gemacht habe. Hast du jetzt schon wieder ein schlechtes Gewissen? Ja. Ich glaube, ey. Weißt du, ich schnack ihn halt an und sage, ich bin voll lieb und so. Einfacher. Und er lockt aus. Ne? Mitten auf der Straße. Der hat also so viel Puller in der Hose gehabt, dass der gesagt hat, nö, nö. So nicht. Ja? So, wo bist du denn jetzt gewesen? Sag mal schnell. Ja, ich bin schon wieder weiter. Okay, dann Bin könnt nicht ihr ihn mehr weg. gleich. Gut. Nee, ich hab's mitgenommen. Jetzt stehe ich da und will halt das zu Ende bringen, weil ich mir denke, mir macht's da auch jeder. Warum meinst du nicht? So, dann habe ich überlegt, ja, warum mache ich denn sowas, wenn das alle anderen auch machen? Das ist ja eigentlich Quatsch. Und ich war ja mal so der voll peaceful Mann, ja. Nur irgendwie ist so die Lust auf Daisy so weit unten, also dass man survival-mäßig spielt, ja. Weil die letzten 35 Kontakte, die wir hatten, so, ne? Auch in den Tagen, wo die Aufnahme halt im Arsch war. Da war halt keine Konversation vorher, da wurde halt einfach geschossen. So. Ich meine, gut, der hatte jetzt wahrscheinlich, glaube ich, auch nichts gehabt. Ne, der hatte nichts gehabt, ne? Gut, ich habe auch nichts gehabt, außer diese komische Plastikpistole da. Der gleich umfällt, hätte ich nicht gedacht. Ganz ehrlich, ja. So, aber dann bin ich ganz ehrlich, wenn man einfach auslockt, ja, das ist ja, ich will nicht sagen Combat Locking, aber es ist ja halt irgendwie schon Arsch. Ich will nicht aus dieser Stadt raus, wirklich. Lass uns unten zum Hafen gehen, komm. Es ist halt schon ein bisschen Arsch in meinen Augen, ne? Einfach auszulocken, was ist denn das für ein Kack? Und deswegen habe ich ihn in den Kopf. Kopf. Ich hab den kaputt geschlagen. Ach so, ja, stimmt, du hast dann den Axt kaputt gehauen, ne? Deswegen sagt mir eigentlich schon wieder, ja, ne, Arschkarte, würde ich sagen. Ja, Wayne. weil ich hätte mit ihm auch geschnackt. Ja, gut, erst wollen wir ihn direkt abschießen, aber dann habe ich gleich einen Rückzug gemacht. Und dann können wir schnacken erstmal. Weil das in meinen Augen ja noch so ein Medium-Frischling war. So, Juppie, komm mal bitte an, auf Brot. Hör mal auf mit dem scheiß Minute da. Ja, ich bin doch. Alter, ich lauf doch gerade zum Bahnhof. Zum Ding, zum Läufst du, Hafen. okay. Weil ich dich hier nicht so rumflitzen sehe, deswegen. Lass mal, ich bin jetzt beim Brunnen hier noch, aber ich bin voll. Ja, zwar nicht voll gegessen, aber ich tät mir noch mal kurz zusammen. Ja, dann Kowat würde ich sagen, ne? Spiel überhaupt nicht verstanden. Weil dumm auslocken sind ja noch schlimmer als was ich jetzt gerade gemacht habe, finde ich. Oder was? Sagt Jupi gar nichts. Und ich war, Geht, geht, geht. es war bestimmt Jupi sein Freund. Ja. Ja. Nein. Ja, dann würde ich sagen, richtig boxen. Hol ihn euch. Aber wir haben jetzt von den ganzen Gefechten, die wir so letzte Zeit hatten, haben wir jetzt nur das eben verloren, ne? Ja. Ist gar nicht so verkehrt. Obwohl wir gar nicht so viel spielen, ne? Also. Ja. Jeden Sonntag hier die Stunde oder zwei? Ja, oder auch manchmal drei, kommen wir je nach voran. So, ich bin jetzt hier bei den Waggons neben dem Hafen. Wo bist du? Bin da hier im Hafen. Okay. Kriegt auch ein Canteen und eine Packung Reis, hab ich dir noch hingeschmissen. Einfach so. So, als Einfach Lockmittel oder so, was? ja. Ja, wo bist du denn hier? Ich hab hier gerade ein bisschen auf. Was brennst du jetzt so? Halten wir mal, das behalten wir auch Du bist mal. voll am Brummen. Ja, hier.
kenn Nein, die Ra- hast du nicht gehört? Du bist am Brummen. Aber jetzt ist das Brummen so. Wieder weg. Ja. So, jetzt schmeiß ich halt hier hin. So, da. Nee, du da. Bist trotzdem noch drin. Brummerle-Masse. Brummerle. Ich verarsche dich jetzt gar nicht, ne? Ja, kann ich auch nichts für. Ja, ich sag's dir doch nur, dass du ein Brummer bist. Der packt die Axt halt nicht weg. Dankeschön. Fäustchen hoch und ab dafür. Fäustchen hoch. Ah, dann hat er dies. Ja, wir könnten jetzt, auch wieder zum Airfield hochrennen, aber irgendwie möchte ich nicht. Weil wir das halt jedes Mal jetzt derzeit halt gemacht haben und, na gut, ihr habt, glaube ich, zweimal davon haben sie nicht gesehen. Aber. Ich mach gerne auf Airfield mal wieder. Ja, genau. Ja, genau. Da ist wohl durch Elektroburg, ne? Obwohl, da ist, glaube ich, nichts mehr los, weil die sind alle jetzt hier. Ich bin stuffelt, hydratet, aber noch nicht satt. Nee, hab ich nicht, weil ich nicht satt gegessen bin. Aber weg geht langsam weg. Also es wird von dunkelblau von Soket auf weg gegangen, Männer. Na, geil. Geil, ne? Geil. Lass uns auf der Straße laufen, das ist einfach voll feige, oder? Oder? Aber Schienen und keine Straßen. Ja, dann laufen wir Schienen, das war gut. Da kommt ja ein Zug vorbei und dann können wir hupen. Hup, hup! Nee, nicht hup, hup! Mäh, mäh! Ach, mäh, mäh! Ja, Möp hat sie gehört. Ja. Eine Frage. Ja, komm, kommst du mit einer Elektro? Lauf! Ja, jetzt kommt erstmal Berenzino. Ja, weiß ich doch. Nimm Berenzino mit? Ja. Weiß ich nicht. Also den Anfangsteil irgendwie? Sachen halt, hier Krankenhäuser oder sowas, weißt du? Ja, der Anfangsteil eigentlich. Ja, stimmt ja, da ist ja da unten, da ist ja dann noch eine Schule und so, können wir auch mal. Ja. Ja. Machen wir. Motzin finden. Ich will eine Motzin haben. Warum hast du mich denn jetzt so angeschrien? Warum schreibst du mich denn so an? Was ist dein Problem? Oh, guck mal, es gewittert wieder. Was? Nein, die Klamotten sind doch gleich trocken. Ich bin immer noch völlig siffig. Oh, geil. Scheiße. Komm her. Nein, siffig. Siffig bin ich. Oder magst du es eher trocken? Nein. Okay. Was bringt mir gerade eine doofe Idee? Ohne wird ein Stück Fleisch gleich irgendwie ein Süßchen dazu machen. Riecht's gut. Süßchen? Ja, so. Weil ich habe gerade überlegt, so trockenes Fleisch ist ja irgendwie. Muss richtig schön süffig sein. Ich hab ja trockenes Fleisch dabei, warte mal. Hier. Trockenes Fleisch. Tactical Bacon mit Trockenfleisch übersetzen, läuft. Ja. Grundlegend, weißt du noch, wie das war, wenn man auf ein Experimental spielt? Ob das der gleiche Charakter kopiert wurde, glaube ich, ne? Keine Ahnung, so. Wollen wir nächste Woche mal auf dem Experimental zocken? Experimental? Dann? Naja, das sind halt noch mehr neue Sachen halt. Und mehr als buggy so wie hier kann das doch nicht sein. Oder was? Komm, wir locken da ein. Bug. Okay, pass auf, ihr habt jetzt die Möglichkeit, Zuschauer. Ne, das ist jetzt Mitte der Folge. Also ja, okay, ist so gut. Nee, sind schon ein paar, kommen es mehr, keine Angst. Okay. Also ihr entscheidet jetzt, ob wir Sonntag die Aufnahme, also heute ist ja Freitag rein theoretisch, also ob wir Sonntag dann auf dem Experimental zocken. Regular. Hätte ich Bock drauf. Also mit wie gesagt, schlimmer als das kannst du nicht mehr werden. Plus, dass man vielleicht irgendwie neue Sachen findet. Weil wir sind jetzt noch am Anfangsstadium vom Loop. Wäre cool, oder? Da ist noch nicht so viel, ne? Vor allem von den neuen Sachen zum letzten Mal haben wir noch nichts, oder? Nö. Doch halt die Sporter. Ja, die Sporter, aber ja, die geht ja eh nicht. Ja, die ist ja auch schon tödlich gewesen. Nein. Das war die Axt, die tödlich war. Ja, aber die Sporter hat ausgereicht, um das Objekt zu töten. Ich hab den mal ein bisschen angepiekst, ja. Müssen nicht mal gleich. Ich bin ja nichts verkraftet, klar. Okay. Ja, echt, ey. Wenn so eine Flöte ist. Hast du Bock drauf, Experimental? Ah, kann man schon mal machen, klar. Ja, haben wir es auch mal gemacht. Weil ich. Ja, doch, ich hab da Bock drauf.
Machen wir. Oder? Lassen wir doch die Zuschauer entscheiden. Ne, komm, wir lassen die Zuschauer entscheiden. Zuschauer, ne? Schreibt in die Kommentare. 2 Tage ab dem 2. Das Ding ist, meine Zuschauer mögen mich halt nun mal nicht. Ja? Immer denn, wenn ich was frage, kriege ich das Schlechteste vom Schlechtesten. Ja? jetzt so zwischendurch bei der Musikentscheidung und Stream abends, ja, da, beim ETS-Fahren zum Beispiel, da haben die bislang jetzt immer zu mir gehalten, weil sie halt selber merken, ah, das andere ist wirklich ganz schlecht, ja. Und läuft. Aber heute Abend zum Beispiel, also heute Abend ist Sonntag, also heute ist der 8.6. Normalerweise hätte ich euch jetzt was gefragt, ja, also euch im Stream, was wir halt heute Abend zocken wollen, aber das habe ich mir gespart und habe mich selber entschieden und ihr müsst damit leben, was dann passiert. Also? Das hat sich schon ein bisschen sehr weiblich angehört. Ja, schön, ey. Ja, gestern Abend hast du gut was verpasst, ey, ohne Witz. Schimpanzer-Event gestern war echt witzig. Ja, also sind leider nicht so viele gekommen, aber war vom Ding her sehr witzig. Immer so 4 gegen 4, 6 Matches insgesamt. Dann Special Mullen Einsatz. Aha. Also so ein durch Himmelsdorf mit T1ern im Wettrennen. Gut, ich war jetzt einmal passiv dabei, weil ich habe halt überlegt, als ich das Ding angesagt habe, also dass wir, als wir eingeloggt sind auf die Map, habe ich überlegt, was passiert denn, wenn ich jetzt gewinne, weil ich habe gesagt, der Gewinner kriegt halt für einen 10er Gold. Ja. Und ja, dann habe ich überlegt, ja verdammt, was ist denn, wenn ich gewinne, ist ja voll scheiße denn, weil die anderen zahlen. Bin der. Naja, und dann hat Angel hat eben ein Ziel und Schiedsrichter, sag mal, Anführungszeichen gemacht, er war das Ziel gewesen, wer ihn erschießt, dann am Ende gewinnt. Und war richtig gut. Und dann haben wir uns mit den größten und dicksten Panzern, die wir am geilsten finden, ich weiß gar nicht, wie die Map heißt, gekochen, am Hafen. Haben noch ein paar Bilder gemacht und dann haben wir Gruppenbahn gemacht bei den Panzern. Gruppenbahn? Mhm. Ach, Baden jetzt. Ja, Baden. Planschen. Baden, ah. Ja. War sehr gut. Versaufen lassen, ja. Rat mal, wo ich gestorben bin. Also ich bin, raten brauchst du nicht. Ich bin unterm Schiff gestorben in der Matjes-Kiste. In der Matjes-Kiste bin ich gestorben. Matjes? Ja. Nom, nom, nom. Was ist das da vor dir? 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 Viele. Wollen wir liefern? Warte. Oi. Warte. Ja, hallo. Tschüssing! Mahlzeit gesagt, ne? Was? Mahlzeit? Bist du unsere Sprachen? Nimm mal die Hände runter, das ist ja peinlich. Moin! Ich hab den noch nicht gehört. Ich auch nicht. Du hast Mahlzeit gesagt. Ja, er hat Mahlzeit gesagt. Moin! Ja, hallo! Anna, pass auf, da hinten sind böse Jungs! Lieb und nett. Ja, wir sind auch lieb und nett. Also wenn du nach Svetlana reinläufst, da sind ganz viele böse. Ich musste einen erschießen. Also quasi, ich habe ihn nur angeschossen, dann lag er vor mir und dann habe ich den Kopf abgehakt, weil er ganz böse war. Und ich habe ihm gesagt, ich bin lieb. Ich hoffe nicht, dass ich dein Freund jetzt. Oh Gott. Okay, du hast es nicht gesehen. Ja? Wir müssen los. Wir haben Hack im Auto. Ach, der ist auch lieber. Dann hat er Glück gehabt. Dann verlauf dich nicht, ne? Und lauf nicht so schnell. Und da hinten blitzen die im Wald. Ja? Alter, muss ich. Alles klar, ich wünsche dir herzlichen Spaß und schönen Tag noch. Tschüssing. Komm, Molle! Lauf! Alter, ich war echt der Meinung, der Typ oder was weiß ich, die Olle da hätte Mahlzeit gesagt. Du sagst so was, aber ich so, hä? Doch, er hat gesagt, ich hab so eine Formel 1 auch gespielt. Das ist halt ein Arma 3 immer schon die Quiz, wenn du so an die Leute vorbeigefallen hast, guck mich halt an wie ein Fahrrad, ey. Ja, der oder die hat auch.
hat jemand, wir haben Fremdlinge jemanden gefunden. Gut, die hat nur eine Pickel gehabt. Was hier so eine Forke halt. Achso. Björlop, steck hier. Ja. Seht ihr, wenn man uns entgegenkommt und mit uns auch redet, dann tun wir euch nichts. Ich hoffe jetzt aber für sie, dass ich nicht ihren Kollegen da abgelegt habe. Ich denke mal, dass sie leben wird, keine Ahnung. Warum sollte sie sonst darüber latschen? Ja, was weiß ich, fehlende Kommunikation. Kennt das doch zwischen uns. Ja, okay. Eine Stunde nicht miteinander geredet. Nee, da waren zwei Bekloppte. Der eine hat mich abgelenkt, der hat mal gesagt, ich bin lieb und so. Der hat der andere mich irgendwie angegrinst und dann kam der von mir knapp ins Gesicht gehauen, ja. Nein, das meint er nicht. Nein. Nein. Nein, wie kommt man da auf? Nein, ich doch nicht. Warum wollten wir jetzt nicht abbiegen? Nö. Ohne Witz. Können ja in dem Teil hier unten bleiben, einfach. Also ich möchte nicht da hoch in die anderen Teile rein, nur hier unten halt. Du bei mir in Riel, ne? In diese echte du Welt. Bei dir in Riel? Ja, ja. Da ist jetzt gleich etwas heller geworden, also nicht mehr ganz so dunkel, ist glaube ich vorbeigezogen, aber es ist gerade richtig drückend. Eklig schwul. Also, oh, schwul sagt man ja nicht, schwül. Soll ich das regeln, ja? Lass mich mal da ran! Geh mal da vorne, Leute. Hey, ja? Leg die hin. Aber ihr habt ihr doch ins Gesicht geschlagen. Leg die hin, euch ist der. So, so ist fein. Also, wenn euch ein Mutz und ein Jupi entgegenkommen, ja, dann braucht ihr keine Angst haben. Nein, nur haben, wenn er uns mit Gewalt entgegenkommt. Ja, oder halt uns verarschen wollt, ja. Der hätte ja sonst was machen können, ja. Also quasi, so wie ich gerade sagte, ablenken und irgendwie hinterrücks in eine Falle laufen. Ja? Und dann steht dieser wieder in irgendwelchen Bugs drin und dann hauen sie sich kaputt. Weißt du, ich meine, ich komme noch in Höhe, lass es dich. Ach, ganz oben, bitte schön. Ja, Polizeistation, unendlich viele Cola-Dosen, sag ich doch. Hier ist nur eine fünfte Cola-Dose. Ich habe nämlich, glaube ich, drei geludet, oh Gott. Drei geludet und eine Kellogg-Dose. Obwohl, er fängt das mal kurz essen. Warte mal. Zieh mir den mal kurz rein, ne? Der kriegt ja ein Healing. Ja, schade war jetzt nur, dass ich hätte mal erwartet, dass die Lütte irgendwie kein Headset anhatte. Ja, vielleicht hat sie es auch angehabt, bloß hat nicht gesprochen. Ja, aber ja mit dir hätte ich auch nicht geredet. Ja, hast schon recht. Ich bin nicht mehr Energized. Nee, aber jetzt weißt du, dann hätte man vielleicht nochmal irgendwas abschalten können. Vielleicht hätten wir sie beschützen können. Und das vielleicht Lana rumbringen können. Aber so. Dann muss sie ja immer anhalten. Wenn man nicht redet, dann. Ja. Nee, da muss man ja auch mal anhalten, dann zum Schreiben und so. Das wäre jetzt voll doof gewesen. Ja. Wollen wir hinterher? Und sie erschrecken? Ach, da kommen wir nicht mehr hinterher. Wenn die im Fußbild ist. Ich bin super Schokomar. Bin voll schnell. Super Schokomar? Naja, schreien immer nur und dann sagen wir: Hilfe, 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 Hilfe. Und dann hältst du immer an zum Schreiben. Und dann haben wir sie. Und dann machen wir. Mach mal links Krankenhaus, also so ein Medic Center. Ja. Hallo, hallo, Hilfe, Hilfe. Ja, hier, hallo, ich bin Onkel Doktor, wie kann ich helfen? Böse Aua. Betäubungsschuss oder? Oh, Messer, ja. soll ich sie operieren? Wieder Axt? Ne, ich hab ein Messer gefunden und ein Defi und Vitaminpillen. Und ein Kompass, da hatte ich denn nicht hier einen Kompass gehabt? Doch, ich hab da einen gedacht. Der ist badly damaged und der hier? Hol Christine! Christine! Krankenhaus und Kompass, weißt du, ey, krass. Nicht mal ein Medikit, weißt du, 2 Defi ist aber kein Medikit. Ja, es ist, du hast Vitaminpillen in der Regale stehen lassen, außer ein bisschen Rubel. Ja. Willst du denn nicht haben, was? Nö, ich hab's. Und die Painkillers hier liegen? Ne, sind Wassertabletten. Wie wird denn das eigentlich ausgesprochen? Purification? Tablets? Ist alles nicht so einfach. Was sagt der Zeitlimmel? Oh, der Zeitlimmel sagt, es ist Feierabend. Der Zeitlimmel sagt, es ist Feierabend.
Ja, Jungs und Mädels, wie gesagt, ihr habt da jetzt quasi mit jedem Recht, ja. Wenn da irgendwie ein, zwei Jungs sagen, oh, ich hab das gefeindet, ihr habt das gefeindet! Musik! Wuhu! Packen! Hast du dieses gerade weggelootet? Was weggelootet? Die lag vor mir auf dem Boden. Ja, ja, dann warst du aber in demselben Haus, wie ich von der Garten. Das weiß ich nicht 100%. Weil ich hab grad vor mir eine Musik liegen gehabt, die ist jetzt verschwunden auf einmal. Okay. Guck mal, ich mach das ganz einfach. Ich mach das jetzt sehr verlockend hier. Komm mal, wo bist du? Komm mal hier. Ah, siehst du, ja doch. Und die lag hier, ne? Die lag hier. Da. Oh. Ich hab jetzt hier ich hab sie auf der anderen Seite in der Ecke gesehen. Also, ich hab jetzt hier die Sport eingelegt, guck. Ja. Hier, wir machen jetzt Feierabend, komm her. Achso. Ich hab jetzt hier die Sport eingelegt. Wo bist du denn jetzt? Siehst du? Oh? Ja. Pass auf. Wollen wir 22er? Da. So, aufpassen. Ich pack jetzt hier Muni hin. Warte. Hier Muni hin. Wann hier die Treppe? Hier? Du, du bist jetzt nicht alles, das kannst du vergessen. Nee, du doch nicht! Das ist für den Nächsten, der hierher kommt. Ich hab hier halt jetzt eine Munitionsstrecke gelegt. Hier, hast du ein bisschen Schrotmuni? Die Treppe halt hoch, weißt du? So, hier ein bisschen monieren. Hier noch ein bisschen monieren. So, also wenn das jetzt hier nicht verlocken ist, ja, und dann kommt er hier hoch, hat hier die ganze Munition, denkt sich, boah, ich bin schwer bewaffnet. Und dann kommt nur die Sportler. Auch wenn ich einen Tag gesagt, so schön, wunderbar. Ich packe ihn noch kurz wieder mit dem Film. Also zu wieder gut machen. Ja? Ne, ich mache zwei an. Weil schon wieder jetzt mit Spaß machen noch mehr über die Zeit und so. Also ich bedanke mich fürs Zusehen. Schreibt in die Kommentare, was ihr jetzt grundlegend irgendwie Phase bei euch ist, ob da irgendwie Bock drauf ist, Experimente zu machen. Wenn ja, sagt ja, mach. Mutz, mach. Und Juppie, mach das. Und wenn nicht, dann, wenn ihr jetzt gar nicht schreibt, dann entscheiden wir das nächstes Mal. Also nächsten Sonntag eine Aufnahme. Ihr habt bis Freitag Zeit. Und irgendwie lass mal irgendwie einen Raubstein feiern davon. So, hier ist gut. Bewertet das Video mit dem Daumen oben. Ansonsten guckt unten in die Beschreibung rein. Facebook, Twitter und Twitch jeden am Livestream. Jawohl! Und ja. Ich bin jetzt raus und sag schon tschüss und wünsche einen schönen Tag. Tschüss. Bis dann!